Man fragt sich ja, wie werden Kriege gemacht? Früher machte das noch der liebe Gott, der musste noch alles selber machen, hat ja noch keinen Reagan, Begin. Naja, und heute ist das nun anders. Und ich habe mir das angefangen, bei mir selber zu überlegen. Ich bin nämlich Aktienbesitzer. Hat er nicht gedacht, ne? Hier die linken Sprüche und zu Hause die Aktien. Also ich besitze eine alte russische Eisenbahnaktie aus dem Jahre 1904. Die hat mir mal ein Spaßvogel zum Geburtstag geschenkt. Ich habe sie mir dann eingerahmt, in meinem Theater an die Wand gehängt. Und manchmal so abends nach der Vorstellung, da stehe ich davor und gucke sie mir an und freue mich still in mich rein, dass sie nichts mehr wert ist. Es gibt Kraft. Und manchmal komme ich so ganz träumen und dann denke ich, Mensch, vielleicht erlebst du es eines Tages noch mit, dass du mit deinen beiden linken Kabarettistenbeinen strikt auf Artikel 15 der BRD-Verfassung fußend, der da überschrieben ist, Sozialisierung, die erste wertlose Daimler-Benz-Aktie daneben hängst. Ja, das sind so unsere Scalps als Rote. Und nun gibt es auch andere Leute in der BRD, die besitzen solche Aktien, also Ölaktien aus Baku, Zuckeraktien aus Kuba. Einer der reichsten Männer der BRD, ein gewisser Herr Flick, also der Eigner unseres Staates, hat mal gesagt, er besäße zwei Tresore voll mit Aktien der ehemaligen Firma Leuna AG. Heute VEB Leuna. Also ich habe mir gedacht, da kann da was nicht richtig ticken. Ich meine, so weit kann das mit der Weltrohstoffkrise doch noch nicht sein, dass der sein Altpapier schon im Tresor aufbewahren muss. Also nachts kommen die linken Altpapierdiebe, machen Pappmaché-Kügelchen draus für ihre orgiastischen Friedensfeste oder so. Er hat aber gesagt, warum das so ist, und das ist kein Einzelfall. Er hat gesagt, er hoffe, dass diese Papiere nochmal wieder was wert würden. Und was? Das heißt, bei solchen Herren Milliarden drunter tun die es nicht. Und deswegen hat der sein Altpapier im Panzerschrank. Alles klar? Gibt es irgendein Verbrechen, zu dem diese Herren nicht fähig wären, um aus einem Berg Altpapier wieder Milliardenwerte in der eigenen Tasche zu machen? Und jetzt begreifen Sie auch, warum diesen Herren die Neutronenbombe so lieb und wert ist. Sie bringt ja nur die Menschen um, also uns, nicht die Werte. Es wird auch klar, warum diese Herren immer so gern die Speerspitze der Bewegung bilden, wenn es gilt, andere Länder, andere Völker, andere Staaten zu befreien von ihren Werten. Und es wird auch klar, warum wir in der BRD uns auch von den Wertvorstellungen dieser Herren befreien müssen, im eigenen Interesse. Denn ich möchte nicht gern für das Altpapier des Herrn Flick ins Gras beißen müssen, soweit er noch Gras vorhanden. Da habe ich ein ganz altes Lied von Erich Weinert, das hat Ernst Busch bearbeitet. Und ich habe es dann nochmal umgeschrieben für unseren BRD-Hausgebrauch. Hans Eisler hat die Musik geschrieben. Der heimliche Aufmarsch. Es geht durch die Welt ein Geflüster. Arbeiter, hörst du es nicht? Das sind die Stimmen der Kriegsminister. Arbeiter, hörst du sie nicht? Es flüstern die Kohle- und Stahlproduzenten. Es flüstern Lockheed, Nobel, Dynamit. Es flüstert von allen Kontinenten. Die Welt braucht Waffen, wir brauchen Profit. Vorwärts, Kollegen aus allen Nationen. Vorwärts, gebraucht eure Macht. Es wollen die Völker die Erde bewohnen, die selbst sie bewohnbar gemacht. Brecht die Profit, ihre Rüstungskonzerne, dass nicht der Prolet den Proleten bekriegt. Es ist dann, Kollegen, der Tag nicht mehr ferne, an dem das Leben die Bombe besiegt. Es ist dann, Kollegen, der Tag nicht mehr ferne, an dem das Leben die Bombe besiegt. Aber da euch, sie ziehen ins Feld und schreien für Nation und Rasse. Das ist ein Krieg der Herrscher der Welt gegen die Arbeiterklasse. Es sind die Waffen der Ausbeuter Drohnen, die Menschen vernichten, Maschinen verschonen. Und das Hetzen, das jetzt durch die Länder geht, ist der Krieg gegen dich, Prolet! Vorwärts, Kollegen aus allen Nationen. Vorwärts, gebraucht eure Macht. Es wollen die Völker die Erde bewohnen, die selbst sie bewohnbar gemacht. Brecht die Profit hier der Rüstungskonzerne, dass nicht der Prolet den Proleten bekriegt. Es ist dann, Kollegen, der Tag nicht mehr ferne, an dem das
das Leben die Bombe besiegt.